So, einen wunderschönen guten Morgen hier in München. Es ist der 17. Innovationstag. Sie sehen, wir haben schon eine Innovation. Diese junge Dame. Serena trägt eine ganz besondere Bekleidung. Darf ich dir helfen? Also wir müssen uns ein bisschen gerade rücken, denn Serena ist ein bisschen das Tor zur Welt. Sie können chatten, Sie können den Keynotes über unser Q&A Fragen stellen, was wir weiterreichen. Sie können versuchen, durchzukommen bei unserem Telefon. Heute ist das rote Telefon für Sie. Begrüßen Sie herzlich Ihren Gastgeber. Hier ist der wunderbare Florian Haller. Ich freue mich einfach wirklich, je mehr Interaktion, je mehr Fragen reinkommen. Emotionalität, Transzendenz, Mehrdeutigkeit, Flüchtigkeit, Unberechenbarkeit. Machen wir es kurz, es geht um Politik, hier sind die Wahlen. Herzlich willkommen. Bitte schön, in die Mitte bitte. In die Mitte. Herzlich willkommen, Bettina Prange und ihre Gäste. Anna-Christina Kronert, Dr. Emilia Roig, Gründerin und Direktorin des Center for Intersexual Justice. Herzlich willkommen, Thomas Scholz. Danke. Das Interessante ist ja, wenn man sich mit dem Thema Zukunftsmedizin befasst, dann würde man dann auf die Bühne geholt, um mal über Utopien zu sprechen. Wir haben ja in den letzten anderthalb Jahren auf einmal gelernt, wie schnell Utopien tatsächlich Wirklichkeit werden. Herzlich willkommen, Michael Bohn, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Die anderen sind auf den gleichen Konferenzen und lesen die gleichen Marktforschungsreports. Kann ich damit differenzieren? Chanel, Swarovski, Samsung, Nike, Johnson & Johnson, one of the number one experts, so please welcome Kate Trotter. Thank you very much. So good to have you. Thank you. Very welcome. Adidas are using the physical space also to encourage customers to connect digitally. Einer der Trendscouts, die es weltweit gibt, Raphael Gilg. Meiner Mutter war das schon damals immer peinlich, weil ich allen Leuten zu Hause viele Fragen gestellt habe. Diesen Umzug. Hallo, hier ist die Sabine aus Köln. Was heißt es für die Immobilienbranche, wenn verstärkt zu Hause gearbeitet wird? Die kann sich ja mal Gedanken machen, was sie mit den vielen gedankenlosen Büros machen, die sie uns in die Stadt reingehämmert haben. Begrüßen Sie Professor Dr. Markus Lüppers im Gespräch mit Alex Schill. Sie bezeichnen sich gerne als zeitgenössischen Künstler. Was heißt es, zeitgenössischer Künstler heute zu sein? Ein Künstler, der lebt und arbeitet, ist immer aktuell. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie neugierig. Herzlichen Dank und bis auf bald.